Hallo liebe Leute und weiter geht's mit den Nebenaufgaben von Super Mario RPG. Yay! Und wir begeben uns nochmal in den Tempel vor Monster Town. Oder besser gesagt den Bilom-Tempel. Also gehen wir nochmal aufwärts. Wobei ich sollte erstmal ein bisschen Platz schaffen in meinem Inventar. Es wäre etwas angebracht. Sprich, ich trenne mich schon mal hiervon. Von der Kleinstärkung werde ich mich jetzt wirklich erstmal förmlich trennen. Erfrischung auch. Das die Sachen sind, die ich erstmal nicht brauche. Kraftsaft? Nein, nicht Muttermacher. Kraftsaft kann ich auch ein paar loswerden. Nicht die rote Essenz. Die ist zu wertvoll. So. Dann sind wir das auch schon mal los und kriegen hier jetzt erstmal eine Menge Platz. So, was holen wir uns jetzt? Wir werden sehen. Wir müssen auf jeden Fall die richtige Schriftrolle dafür kriegen, weil sonst wird uns das nichts bringen. Das hier ist jetzt... Ist es das sogar? Moment. Ich bin so hungrig. Ich wünsche, ich hätte mal etwas zu essen. Okay, ist die falsche Rolle? Ich empfange keine Besucher, nachdem ich zu Bett gegangen bin. Okay, das ist die richtige Schriftrolle. Wir haben ja den Schlüssel hier in unserem Town bekommen. Und jetzt können wir ihnen endlich den Schlüssel hier geben. Der Schlüssel, den du da hast, sieht sehr lecker aus. Hier hast du ihn. Und er verschluckt ihn einfach mal. Und dafür verschwindet er. Naja, was kriegen wir hier nettes? Sehr viele Froschmünzen. Wirklich sehr, sehr viele. Ein paar Blumen. Und zu guter Letzt noch ein paar Gegenstände. Zum einen... eine Feuerbombe. Einen Königssirup und... ein Ultrapilz. Sehr wertvolle Gegenstände im Prinzip. Ja, somit haben wir auf jeden Fall schon eine Menge Blumen. Wir haben 80 Stück. Ich denke mal, ich werde jetzt die noch ein bisschen erhöhen. So, 81 Blumen. Mit denen haben wir dann 87. Nee, doch, 87 Blumen haben wir dann. Okay, das sind schon mal eine Menge auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir mitunter zu einer der nervigsten Nebenaufgaben, die ich euch noch zeigen will. Ja, nervig, weil... ihr werdet gleich sehen, warum. Erstmal müssen wir dafür... Moment, scheiße, ich muss den anderen Weg gehen. Okay, ist die falsche Textbox. Okay, wunderbar, wir haben sie ja gefunden. Ich haue ab. Ich bin ja froh, dass wir dafür kein Geld bezahlen müssen. Wie bei den anderen davor. Ja, gerne mal 50 Münzen dafür verlangt. Also dann... können wir endlich von hier verschwinden, Leute. Ach ja, die Nebenaufgaben sind eigentlich schon ganz lustig. Diese Nebenaufgabe hier mache ich auch noch, aber das, wie gesagt, hebe ich mir noch ein bisschen auf. So, deswegen verschwinden wir hier. Und gehen jetzt erstmal... genau. Gehen wir jetzt erstmal nach Booster Turm. Ja, Leute, ihr seht richtig. Wir gehen nochmal in den Booster Turm rein. Nämlich hier gibt es auch noch etwas zu machen. Etwas, was wirklich zeitraubend ist, wenn man es haben will. Weshalb ich diese Nebenaufgabe mitunter eigentlich hasse, aber ich lasse die im Video drin. Allerdings habe ich mir dafür schon etwas überlegt, um euch das Ganze ein bisschen angenehmer zu gestalten. Okay, aber nicht so, wenn diese Bomben hier mir lästig werden, gegen die will ich jetzt auch gerade nicht kämpfen. Geno, enttäusch mich nicht. Okay. Egal, die ziehen eh nichts ab. So, und weiter. Das sollte anders verlaufen. Na, wenigstens klappt es jetzt einmal auf Anhieb. Yay. Ich bin überwältigt. Okay. So, nun sind wir fast oben. Also da, wo ich auf jeden Fall sein wollte. Ja, jetzt Sniffet, ihr könnt mich heute mal. Ich habe euch alle schon besiegt. Moment, das hier sieht sehr auffällig aus. Okay, egal. Hier haben wir auf jeden Fall den anderen dieser beiden Brüder. Hier ist nämlich Messerschmidt. Ich bitte dich wirklich um Entschuldigung. Spielen wir doch was. Hiha! Macht das schon Spaß? Hihi! Okay, das war in Ordnung. Das war nur Übung. Jetzt ist es aber echt. Machst du mit? Hihi! Natürlich. In welcher Hand ist der gelbe Ball wohl? Weißt du es? Jetzt pass mal auf. In welcher Hand ist er? Berühr die Hand, in der du den Ball vermutest. Ich würde sagen links. Sehr gut, hier ist ein Preis für den Sieger. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich hier überhaupt tun muss. Jedes Mal, wenn ich das richtig rate, erhalte ich nur solche läppischen Pilze. Wie jetzt hier diesen welken Pilz. Er ist verwelkt.
Gib nicht viele HP. Aber immerhin etwas. So. Auf jeden Fall sage ich euch jetzt, was ich hier tun muss. Nämlich, ich muss das Ganze ungefähr 100 Mal, ungefähr, es kann auch mehr oder weniger sein, machen, um einen besonderen Gegenstand zu bekommen. Den will ich auf jeden Fall haben. Sprich, um das Ganze euch angenehmer zu gestalten, werde ich jetzt ausnahmsweise etwas machen, was ich sonst nicht mache. Ich habe extra für diese Aufnahme, also für diese Session jetzt, eine Tasse mit Vorsprung belegt. Weil das dauert lange, bis man wirklich hier 100 Mal richtig geraten hat. Aber es wird den Part auf jeden Fall füllen. Ja, Leute. Ich würde sagen, ich versuche das jetzt so lange, bis ich diesen Gegenstand habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall wieder, wenn ich ihn habe. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall still sein. Ich werde Hintergrundmusik laufen lassen. Und das Ganze in voller Turbo-Manier laufen lassen. Also, bis gleich, Leute. Falls ich den irgendwie kriegen sollte noch.
Okay, Leute, aktueller Statusbericht. Ich sitze jetzt schon eine Stunde an diesem Ding hier. Und ich habe so nur keinen Erfolg, das Teil zu kriegen, was ich haben will. Das ist echt schon Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn. Ich glaube, ich hebe mir das für später nochmal auf. Ich meine, ich habe immerhin die helle Karte, sprich die Karte fürs Casino. Aber trotzdem, ich habe eine Menge Ultrapilze jetzt. Also ich glaube nicht, dass ich das hier erstmal noch kriege. Ich habe jetzt bestimmt 200 Versuche oder so dran gesessen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es euch auch wesentlich kürzer schneiden. Aber ich lasse es erstmal definitiv. Deswegen verschwinde ich hier jetzt erstmal aus dem Booster-Turm. Dauert mir echt zu lange. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch irgendwann noch holen. Aber es dauert wirklich. Gut. Dann würde ich sagen, für die nächste Folge werden wir auf jeden Fall wieder nach Nimbusland gehen. Ich glaube, mit Nebenaufgaben reicht das definitiv erstmal, weil beim Casino kann ich vorher erstmal noch nichts machen. Deswegen, wie gesagt, unser nächstes Ziel ist erstmal wieder Nimbusland. Deswegen verabschiede ich mich hier und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!